So, servus liebe Freunde des Unterhausfußballs. Wir sind unterwegs Richtung Wildon. Ihr habt es euch ausgesucht. SV Wildon gegen FC Schladming. Heute die Begegnung. Kampf pur. Weil, ja, für SV Wildon geht es um den Aufstieg bzw. um den Meistertitel. Und für FC Schladming, ja, die kämpfen ums Überleben. Die wollen natürlich auch in der nächsten Saison da in der Landesliga bleiben. Und ja, dazu brauchen sie Punkte. So, wir sind also angekommen. Da ist es, die Berle, zumindest einmal die Rückseite, Stadion Wildon. Und ich weiß nicht, ich werde mich da kurz raumschleichen, weil man kann da schon ein bisschen was hören, das Warm-up. Ich weiß nicht, ob man es hört. Aber da wird schon, ja, sich gut eingestimmt aufs Spiel. Wir werden uns auch erstmal da einstimmen. Ich werde nämlich jetzt da gleich einmal, ganz wichtig, das darf nicht fehlen. Bei einem Sportplatzbesuch. Ein Bier darf es schon mal sein. Und deswegen werde ich da jetzt da gleich einmal eine Quelle suchen und mir ein Bier einverleihen. Bis gleich. So Freunde, und jetzt bin ich auch schon auf dem Feld angelangt. Ihr seht es da hinten, die Tribüne. Ja, klein und fein, muss ich sagen. Da ein größeres Spielfeld. Wirklich, also man sieht schon, dass wir da jetzt nicht in der ersten Klasse sind, sondern in der Landesliga. Rasen wirklich sehr gepflegt, also vom Gefühl her könnte man hier auch Golf spielen. Also jeder Golfer wäre da glücklich, wenn er so einen Rasen hätte. Kenne ich ja, Stadion Liebenau ist nicht immer so ein guter Rasen, wie wir es da hier haben. Muss ich auch dazu sagen. So, wir haben den Karl Roland, den Präsidenten von Schladming, da, also vom FC Schladming, da bei uns. Was glaubst du heute bei dem Spiel, was wird da möglich sein? Ich meine, Wildon jetzt da doch auf dem zweiten Tabellenplatz. Ich muss sagen, ja, der Tabellenplatz sagt nicht immer viel aus. Ja. Wildon hat in letzter Zeit super Ergebnisse, aber wir waren jetzt auch nicht schlecht unterwegs und wir tun uns leichter gegen spielerisch bessere Mannschaften, was vorne sind. Mhm. Gegen die Hintern, wo Kampf und Kampf hüben wie drüben ist, tun wir uns ein bisschen schwerer. In Schladming, also wie viele Leute kommen da sicher zum Zuschauen? Also wie schaut denn das aus? Ja, das wenigste haben wir 650 gehabt bis 1000. Ja. Auf Facebook haben mehrere Eltern leider. Hallo! Du hast kein Facebook! Du hast Facebook? Ich hab gar nichts. Wir haben den Heinz Kahner als sportlichen Leiter vom SV Wildon da bei uns. Für Wildon geht es ja noch um den Meistertitel. Was sagst du? Also könnte es heute was werden? Könnte man da die richtigen Schritte dahingehend setzen? Ja, absolut können wir die richtigen Schritte dahingehend setzen. Und es ist jedes Spiel jetzt der Endspiel für uns. Was erwartet sich da vom Gegner heute? Ja, es ist sicher ein sehr, sehr schweres Spiel. Das haben wir auch schon im Herbst gesehen in Schladming, wo wir 0-0 gespielt haben. Es ist eine Mannschaft, die körperlich sehr robust ist und sehr viel Geschwindigkeit hat. Und wie du schon gesagt hast, bei denen geht es um einen Abstieg. Und da weiß ja jeder. Und von unserer Mannschaft brennt ja jeder. Und wir wollen daheim mit 3 Punkten vom Platz gehen. Und so sind wir eingestellt. So, jetzt ist es also gehört. Die ersten Stimmen haben wir da schon eingefangen. Den Präsident von Schladming haben wir da gehabt, den sportlichen Leiter von SV Wildon. Hinten die Tribüne fühlt sich jetzt auch immer mehr. Und jetzt muss ich da, glaube ich, weg, weil jetzt bin ich da im Weg. Jetzt kommen da die restlichen Spieler auch schon zum Aufwärmen. So, wir sind da mittlerweile auf unseren Platz eingelangt. Und schaut euch einmal das an. Der feinste Bezug da in Wildon. Also ich habe sowas eigentlich, ja, habe ich sowas überhaupt schon mal gesehen? Ich kann mich nicht erinnern. Jetzt ist es passiert. 1-0 für Schladming, damit geht der Außenseiter in Führung. 1-0 steht es da also in der ersten Halbzeit für Schladming. Der Außenseiter geht tatsächlich in Führung. Ja, 10 Minuten vor Schluss dieser ersten Hälfte ist es ihnen gelungen, da durch einen der wenigen Angriffe, die sie gehabt haben, da in Führung zu gehen.
So, schauen wir mal, wer da mit uns reden möchte. Servus. Trilli, habt ihr zwar was zum Spiel zu sagen? Nein. Nix, gar nichts? War so uninteressant, oder? Hoffentlich wird es besser. Hoffentlich wird es besser, ja. Okay, ihr seid für den Wildotter. Das sehe ich ja, schon. Was ist für die zweite Halbzeit da zu erwarten? Was glaubst du? Ja, jetzt kriegst du richtig Schuss. Ja, es kann jetzt kriegst du richtig Schuss. Es kann noch besser werden. Ja, für Wildon geht es ja nochmal Meistertitel. Also so da muss wenn schon noch was kommen. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Wildon wird jetzt noch in der zweiten Halbzeit nochmal sicher Gas geben. Okay. Der Wildon wird definitiv besser und dann wird leider Schladming das Tor geschossen. Okay, was ist jetzt der zweite Halbzeit noch zu erwarten? Was glaubst du? Ja, jetzt holen wir locker auf. Jetzt fahren wir rüber. Dort hallo, grüß euch, servus. Will jemand von euch was zum Spiel sagen? Zum Spiel? Kann er was sagen? Okay, danke. Ein Spieler vom Schladming ist auch Unterhosenmodel. Das ist interessant. Da schau ja. Da schaut gar nicht so schlecht aus. Elfmeter? Ja, wo kann man drüber streiten, ob es wirklich ein Elfmeter war? Ja, und so schnell kann es gehen. Auf einmal steht es da 1:1. Hat man sich da heute jetzt der Insel gedacht? Beinahe da vom Ball getroffen worden. Schladming macht da das 2:1. Unglaublich. So, servus. Wir sind da kurz vor Ende des Spiels. Schladming führt da 2:1. Für wen seid ihr da? Für Wildon oder Schladming? Für Wildon. Wildon. Okay. Ja, mein Beileid. Heute leider nichts war mit Sieg. Schiedsrichterleistung zufrieden? Oder? Nein, überhaupt nicht. Ja. Der hat einfach nur, das ist ein Katastrophenschiri. Ein Katastrophenschiri. Ich habe noch nie so einen schlimmen Schiri erlebt. Ja. Der hat nur gepfiffen, weil er wollen hat. Ja. Das ist Horror. Darf ich fragen, was genau nicht passt hat so vom Schiedsrichter? Also was, wo waren die Fehlentscheidungen? Ja, ich kann ja nicht sagen, in was für einer Minute, das kann ich dir nicht sagen, ja. Aber ich weiß nur eins, er hat den Elfmeter, das was da war, mit dem Elfmeter, gell? Ja. Das war absolut nicht in Ordnung. Absolut nicht in Ordnung, ja. Aber der war ja für Wildon, du bist ja für Wildon da, oder? Ja, ja, schon, ja. Was ist heute am besten gegangen, Bier oder Weißwein? Bier? Immer Bier oder? Ziemlich gemischt. Okay. Bill, gibt es irgendwas zu sagen da? Nix, gar nichts. Wunschlos glücklich, oder? Nein, glücklich weniger. Glücklich weniger? Was wäre das? Nein, wir gehen schauen. Ihr geht schauen? Achso, okay. Schladming, ihr habt 2:1 gewonnen. Ein wirklich sehr erfolgreicher Kampf. Wie geht's da damit? Ja, super. Es war eine umkämpfte Partie. Ja, wir gingen durch eine glückliche Situation, sage ich mal, wo wir gut draufpressen. 1-0 in Führung, haben wir eigentlich gut verteidigt. Gingen somit in die Halbzeit. Ja, wir haben unser Spiel durchgezogen, wir sind gut gestanden, haben geschaut, dass wir über unsere Konter kommen. Ja, und haben dann Gott sei Dank zum Schluss noch das glückliche Eckbetor, den Abprall reingehauen und sind natürlich überglücklich, weil es extrem wichtig ist natürlich im Abstieg. Und ja, war ein cooles Spiel und wirklich wichtig für uns. Ja. Vorgestern noch zum Elfmeter, ist heiß diskutiert worden, war es einer? Ja, es war kurz davor die Situation bei uns, wo ich sage, ist vielleicht kein Elfmeter, aber auch kein Schwalm, wo man gelbe Karten geben muss. Und kurz darauf eine ähnliche Situation für mich, wo beide halten und eigentlich dann im 16 ausgelassen wird. Ja, für mich war es natürlich kein Elfmeter aus Schladminger Sicht. Ja, ich habe es im Spiel nicht so gut gesehen. Im Endeffekt ist alles gut, wir haben 2:1 gewonnen. Aber ich kann es jetzt nicht wirklich sagen, im blauen Gewand, sage ich mal, war es für mich kein Elfmeter. Und mit dem Gefeiere der FC Schladming-Spieler werden wir jetzt da die Heimfahrt antreten. Macht es gut.
und bis bald.